Weihnachten steht vor der Tür und zu Weihnachten gehört natürlich die klassische Weihnachtsgeschichte. Findet ihr langweilig? Na, dann hätte ich da vielleicht eine Alternative für euch. Herzlich willkommen zu Betzold TV. Die klassische Weihnachtsgeschichte kennt vermutlich so im Groben jeder von euch. Aber damit kann man natürlich auch niemanden mehr beeindrucken. Wie wäre es, wenn wir die Geschichte von Maria und Josef ein bisschen moderner machen würden? Ich nenne dies Upcycling alter Geschichten oder klassischer Geschichten, also aus was Altem etwas Neues machen. Probiert es mal mit euren Schülern aus. Nehmt eine Geschichte, die vermutlich jeder kennt, zum Beispiel das Märchen von Hänsel und Gretel, und lasst eure Schüler diese in moderne Sprache oder modernes Setting umschreiben. Damit fördert ihr das kreative Schreiben der Schüler. Ihr werdet sehen, es macht Spaß, die Ergebnisse dann vorzulesen, weil ihr von ein und derselben Geschichte viele verschiedene Varianten bekommt. Die einzige Regel, die es gibt, ist, dass die Charaktere und die Rahmenhandlung als roter Faden erhalten bleiben soll, sodass jeder den Inhalt der Geschichte noch sieht, nur das Drumherum wird eben angepasst. Ich habe passend zu Weihnachten mal die klassische Weihnachtsgeschichte versucht umzuschreiben. Meine Version werde ich euch nun vortragen, aber dazu brauchen wir natürlich ein bisschen ein anderes Ambiente. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Maria und Josef mussten nach Bethlehem zum großen People-Check. Flugzeug ist zu teuer, das Flugtaxi noch nicht marktreif und bei Uber wollte sie keiner so weit fahren. Darüber hinaus war Maria auch noch hochschwanger. Über eine Facebook-Gruppe konnte Josef einen Esel organisieren, der sie ans Ziel bringen sollte. Sie packten ihre Sachen und machten sich auf den Weg. Laut Google Maps sollten sie zügig vorankommen und nach einigen Stunden waren sie dann auch am Ziel. In Bethlehem war zur selben Zeit auch noch Messe, weshalb alle Hotels restlos ausgebucht waren. Maria war komplett am Verzweifeln, da aufgrund der anstrengenden Reise das Kind früher zu kommen schien als gedacht. Doch Josef, ganz gechillt, entdeckte bei Airbnb noch ein freies Zimmer. Dort hieß es: gemütliches Zimmer für tierliebe Menschen, die im rustikalen Ambiente dem Großstadttreiben entfliehen wollen. Klingt gut, dachte sich Josef, der Esel muss ja schließlich auch irgendwo unterkommen. Kaum dort angekommen, setzten bei Maria die Wehen ein. Ein Arzt wäre niemals rechtzeitig da gewesen, und so suchte Josef bei YouTube nach einem Tutorial und fand eine Do-it-yourself-Anleitung Gebären für Dummies. Die Geburt gelang ohne Komplikation. Josef, stolz wie Bolle, dass er das hinbekommen hatte, postete instant ein Selfie von der kleinen Familie auf Instagram. Hashtag Heimgeburt, Hashtag Welcome on Earth, Hashtag Little Jesus, Hashtag fix und fertig. Der Post ging schnell viral und bekam jede Menge Likes. Eine kleine Gruppe Hirten fand die Message so nice, dass sie direkt vorbeischneiten. Genauso drei Männer, die sich als heilige Könige ausgaben. Ihr Weg war etwas weiter, aber auf Twitter unter @sternüberbethlehem verbreitete sich der Standort rasend schnell. Die drei Könige haben sogar Spenden gesammelt und überreichten einen symbolischen Scheck. Maria und Josef waren komplett geflasht. Über ihre Social Media Kanäle bedankten sie sich bei allen Followern und posteten auch weiterhin viele Bilder. Hashtag IBIMS1Jesus. Jahre später wurde aus diesem Little Jesus einer der größten Influencer der Welt. Ja, das war meine Version einer modernen Fassung der Weihnachtsgeschichte. Und nun zurück ins Studio. So, zurück im Studio. Ja, probiert es doch mal aus. Lasst eure Schüler klassische Geschichten umschreiben. Ihr werdet sehen, es kommen viele verschiedene lustige Varianten dabei raus. Wie hat euch meine Geschichte gefallen? Blöd oder lustig? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn ihr die Geschichte eurer Klasse oder euren Freunden und Verwandten vorlesen wollt, findet ihr unten in der Beschreibung einen Download-Link. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und verpasst auch in Zukunft kein Video mehr. Nun wünsche ich euch noch frohe Weihnachten, genießt die Feiertage. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin.